Guten Morgen! Heute befinden wir uns mal auf ungewohntem Terrain. Wir sind hier draußen in der Natur und ja, ich laufe ja seit einiger Zeit, wie ihr wisst, immer so täglich so 10 Kilometer. Wir haben mich aufs Trauer verfolgt, da werdet ihr ja wissen. Und ja, heute mal eine längere Strecke übers Feld. So 20 Kilometer werde ich heute laufen und es ist natürlich kalt und man erwischt sich da so oft dabei, dass man dann so, sagt, oh, das ist kalt, ich wäre jetzt lieber im Süden. Hanna hat gerade meine Nachricht gesprochen, wie sie gerade jetzt in Bangkok ist und ja, dann erwischt man sich natürlich immer mal bei solchen Gedanken. Aber letztlich, ich meine, es zwingt uns ja niemand hier zu bleiben im Winter. Man kann ja sein Leben darauf ausrichten, dass man ja, zum Beispiel im Winter in den Süden fährt, indem man beruflich, so wie die Italiener das machen, viele Pizza und Eis im Sommer anbieten und dann vom Geld im Winter in den Süden gehen. Ne? Du kannst auswandern, du kannst einfach raus aus Deutschland und ja, quasi irgendwo auf der Welt, wo dir die Temperaturen besser gefallen, da kannst du dann dort sein. Ne? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, man ist nicht gezwungen, hier den Winter zu verbleiben. Und dann frage ich mich natürlich, wie sinnvoll ist das dann, wenn dann der Winter kommt, darüber zu schimpfen und zu sagen, Winter ist blöd, Winter ist scheiß Winter und ich freue mich auf den Sommer und so weiter. Und ich habe immer, wenn ich so für mich bemerkt habe, dass solche Gefühle hochgekommen sind, habe ich ganz bewusst daran gedacht, nee, du musst ja nicht. Du musst nicht hier in Deutschland leben. Du kannst überall hin, wo du willst. Wie gesagt, beruflich kannst du machen, du kannst auswandern, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du ja, das machen willst. Saisonale Arbeit, ne? Man kann ja auch einfach, wie Köche machen das häufig, wir gehen dann einfach in den Süden, ne? Nach Spanien und die Urlaubsgebiete, Animateure, alles solche Sachen. Und vieles heutzutage ist Online-Arbeit, also Arbeit, die du auch online sozusagen verschicken kannst an deinen Arbeitgeber. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt keinen Grund, für fast keinen, ich nie die absoluten Aussagen, die sind immer gefährlich. Aber es gibt fast keinen Grund oder es gibt fast keine Menschen, die gezwungen sind, hier in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Das ist alles nur selbst die Entscheidung. Selbst wenn man davon ausgeht, Familie, Freunde, Partner und so weiter. Das ist alles frei gewählt. Das kann man alles frei wählen. Und ja, entsprechend möchte ich einfach heute mal so einfach dazu animieren, wirklich euch bewusst darüber zu sein oder zu werden, dass ihr das frei entschieden habt, hier in Deutschland zu leben. Und dass das sehr, sehr unklug ist, sich darüber aufzuregen, über seine eigenen Entscheidungen. Weil wenn man sich über seine eigenen Entscheidungen aufregt, ja, dann entscheidet man sich eben anders. Das ist in dem Sinne dann einfach ja, nicht konsistent. Man trifft eine Entscheidung. Eine Entscheidung kann nämlich auch sein, wenn man bleibt oder wenn man sich nicht entscheidet, dann ist das auch eine Entscheidung. Genauso wie der Nichtwähler eben sich entscheidet, nicht zu wählen. So ist derjenige, der in Deutschland bleibt, jemand, der sich dafür entschieden hat, nicht aus Deutschland zu gehen. Und wenn ihr dann damit unzufrieden seid, dann seid ihr mit eurer eigenen Entscheidung unzufrieden. Und ja, dann müsst ihr eine andere Entscheidung treffen. Man kann nicht unzufrieden sein und nur unzufrieden sein. Dann muss man überlegen, dann muss ich was anderes machen. Ne? Und das wollte ich euch heute einfach mal, solange ich noch reden kann. Mein Mund ist nämlich schon etwas eingefroren, ist jetzt hier ja, nahe 0 Grad, wahrscheinlich sogar unter 0 Grad. Und ja, das wollte ich einfach heute mal draußen an der Natur, gerade jetzt im Winter, ne, nicht im Sommer, wenn man gerne draußen ist und da filmt, sondern jetzt auch mal im Winter euch einfach mal so mit auf den Weg geben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie gesagt, wenn der nächste Gedanke kommt, wenn es kalt ist oder wenn es hagelt oder sonst was, eure freie Entscheidung, niemals vergessen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.